Gut. Ah, Athletik haben wir so jetzt verbessert. Das heißt, wie hoch haben wir jetzt Athletik? Er ist auf 25? Okay. Wachturm ist wieder, hier ist nochmal so ein Wachturm. Wer bist du? Mathilde. Diese. Ja. Die Mathilde. Was? Ach, das ist auch diese Rieselwaschweib. Bleib bloß weg von mir. Ja, ist gut. So. Ach, hier ist das Gericht. Ja, können wir uns auch mal ein bisschen hier umschauen. Ah, jetzt kann ich Kopfaufträge demnächst wieder irgendwie wegbringen. Hier ist so ein Brett. So, was zu recover jetzt? Julius Häuserhändler. Häuserhändler? Na also, was sehe ich denn da? Haben wir hier etwa einen potenziellen Kunden für das Nigel-Striegel-Nagel-Neue Haus am Marktplatz? Tretet nur heran und staunt. So ein Angebot findet ihr im ganzen Leben nicht noch einmal. Ah, ich kann den Haus kaufen? Ja, erzähl mir mehr. Ah, ihr seid also interessiert. Das habe ich doch gleich gesehen. Nun schauen wir doch mal. Ich verkaufe ein großartiges, ach was sage ich, ein magnifizentes Haus direkt am Marktplatz, beste Lage also, und direkt am Wassergraben, was es zu einem äußerst beschaulichen Fleckchen macht. Und weil ihr es seid, vertraue ich euch ein Geheimnis an. Das Haus ist nur halb neu. Versteht ihr? Also eine ganz kurze Zeit, also wirklich nicht der Rede wert. Es ist halt eben so gut wie Nigel-Striegel-Nagel-neu. Was wollte ich sagen? Ja, eine ganz, ganz kurze Zeit hat hier irgend so ein Kaufmann gewohnt. Der ist leider dann vor einiger Zeit spurlos verschwunden. Ach, was soll's. Okay. Ja, ihr seht nicht so aus, als könnte irgendein einfacher Händler wie ich euch etwas vormachen, deshalb im Vertrauen. Vor 5 Jahren ist er verschwunden. Aber das Haus, hört ihr? Das ist doch immer noch in allerbestem Zustand. Kaum eine Spinnwebe, keine knarrenden Türen und nebenbei bemerkt ist die Nachbarschaft auch ganz in Ordnung. Jedenfalls wurde es irgendwann zwangsversteigert und ich habe es erstanden. Wie ihr euch denken könnt, ist es durch diesen besonderen Umstand geradezu galaktisch günstig zu bekommen. Aber das Beste, das überaus Allerbeste kommt erst noch. Ihr müsst euch nämlich nicht um die Möblierung kümmern. Alles im Haus ist noch genau so, wie es verlassen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, für 10.000 Münzen gehört es euch. Ist das ein Angebot oder ist das schlichtweg einfach nur fantastisch? ich weiß gar nicht, ob ich gerade zu viel Geld habe. 10.000, Tja, so sympathisch ihr mir auch seid, aber ich kann nicht von der Luft und der Liebe an. Ja, ich hab nicht genug Geld. 10.000, nicht mehr und nicht weniger. Sparen lohnt sich, denn so ein Angebot findet ihr im ganzen Leben nicht noch einmal. Wie viel haben wir denn? Ah gut, 8.600. So, ich bekam von Händler Julius das Angebot, ein Haus am Marktviertel zu erwerben. Es gehörte früher einem Händler, steht aber jetzt leer. Er will dafür 10.000 Goldstücke. Na gut, da müssen wir noch etwas sparen. Aber wir haben es ja schon fast zusammen. Und hier ist anscheinend das Gericht. Ja. Hat doch was. So, was ist dafür? Nochmal eine Waschstube. Ah, das hatten wir ja schon mal gehabt. Was haben wir hier? Waschstube. Oh, eine Kunstgalerie. Sarah. Was möchtet ihr kaufen? Kaufen? Kann ich Bilder kaufen? Ah, nee. Naja, unnötiger Kram. Brauche ich gar nicht kaufen. War schick, die Bilder. Ich mache mal eine Fackel an, dass ihr die besser seht.
Obwohl manche etwas verstörend sind. Ja, was ist das? Okay. Wie gesagt, das hier sieht aus wie Snape irgendwie aus Harry Potter. Das habe ich ja aber schon mal gesagt irgendwie, ne? Atelier. Wolf. Ja, man zieht einfach alle eiskalt mit die Eterna her. Was soll das für ein Bild sein? Ah, schöne Sonnenstrahlen. So, führt das denn da hinten hin? Das ist auch noch ein Weg. Was ist das? Hier ist... Ach, hier ist der Steuereintreiber. Okay. Hafenviertel. Ah, 7 Uhr abends bist. Was ist? Da ist der Steuereintreiber wieder. Es wird langsam dunkel. Und das sieht aus wie der Marktplatz hier. Wasserwerk. Gut, trotzdem mal kurz rein. Ah, guck mal, hat sich jetzt echt schon gelohnt, da reinzugehen. Ein Nerium-Symbol. Mehr ist ja auch gar nicht. So, was haben wir hier? Mathildas Lederkluft. Dunkle Runen. 10 Seiten. Mathilda? Willkommen in meinem Geschäft. Ich verkaufe leichte Rüstungsteile und Roben. Außerdem kann ich euch helfen, eure Fertigkeiten im Umgang mit diesen zu verbessern. Ach ja, und wenn ihr Interesse daran habt, für mich zu arbeiten, so lasst es nur heraus. Ja, die hat eine Arbeit für uns. Ja, dann möchte ich gern für euch arbeiten. Ah, das ist schön zu hören. Wisst ihr, es ist momentan sehr schwer, an Seide zu kommen. Deshalb bitte ich euch, im Salatinwald oder im Nordreich nach Spinnen zu jagen. Extrahiert ihre Seide, aber nur die beste und feinste. Ich denke, 5 Bündel davon sollten fürs Erste ausreichend sein. Spinnen? Als Belohnung dafür kann ich euch Dinge beschaffen, die ihr nirgendwo sonst bekommt. Ich könnte euch etwa eine Robe aus feinster Spinnenseide herstellen, die auch magische Eigenschaften besitzt. Aber erst einmal brauche ich dafür die Seide, nicht wahr? Also, viel Erfolg. Küssen zugefügt. Feine Spinnenseide. Wir haben ja schon ein paar Spinnenseide eingesammelt. Gucken wir gleich mal, wenn wir irgendeine Truhe vorbeikommen, wie viel wir davon haben. Lederschuhe. Lederschuhe. Ich will wahrscheinlich nur ganz so exquisite Schuhe haben. Das heißt, die brauche ich nicht kaufen. Oh, der hat sogar der 1200 Goldstücke. Wollies. Okay, Moment. Dann berege ich die erstmal wieder. Ja, komm, brauchst nicht in der Nase bohren. Jetzt guck mal normal, bitte. Mädel, brauchst nicht in der Nase bohren. So ist auch. Okay, warum puppelt die ganze Zeit in der Nase? Das ist irgendwie so komisch bei der. So. Gib mir mal bei ihr auch 72%. Oh, das macht sie sogar gar nicht. Okay, 70. Macht sie auch nicht.
Mal sehen, ob wir dann wenigstens auf 69 gehen können. Ich guck mal kurz, ob wir das verkaufen können. Ja. Okay. Und haben wir den Marktplatz. So wie hier Duncans oder Duncans Blechbüchsen. Ein Schwerrüstungshändler. Duncan Kreuz. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Schwere Rüstung. Schaut euch um. Die Götter. Ich höre schon, dass der mir hinterherläuft. Einmal noch über die Magie. Almas Alchemiekram. Alma. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Alchemie. Schaut euch um. Geschichte eines Gefangenen. Lehrerliste Erotin. Ja. Eigentlich ist die Geschichte eines Gefangenen. Was haben wir hier? Louis, der Waffenschmied. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Blocken, Handwerkskunst, stumpfe Waffe. Okay. Entschuldigung. Kommt auch eine komplette Mithrin-Rüstung. Oder verkauft sogar einen Goldbarren. Hat viel Kohle, 1400. Feder. Ich will die mir immer alle nach oben folgen. Hier ist ein Zafenviertel. Raumzeitkrümmung verdient. Neuer Erfolg. Für 20 Stunden Nirim. Wow, zocken wir schon 20 Stunden? Ja, cool. Ja, die Zeit rast. Ey, wo willst du hin? Ah, toll, macht der gerade Feierabend? Na super. Keine Zeit. Super, dann müssen wir später mal zur Bank gehen. Ich warte jetzt mal nicht. Oh, schön, dieser Sonnenuntergang. Ah, hier haben wir eine sichere Truhe. So, kann ich erstmal irgendwas ablegen. Die grünen Samtschuhe, die wiegen ein bisschen viel. Zwei jeweils, die lege ich auch erstmal ab. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Alchemie unter feiner Spinnenseide. 3 haben wir. Wie viel wollt ihr die? 5 Bündel. Das heißt, 3 Bündel fehlen uns also noch. Dann lege ich die Spinnenseide mal kurz ab. Wieder. Das heißt, 2 Bündel fehlen uns noch. An Spinnenseide. Was ist das?
Henker kam an. Da werfen wir auch mal kurz einen Blick rein. Ah, ich hab ein Level-Up. Henker. Keine Zeit, ich... Gott, was hat der für ein komisches Gesicht? Das sind die Menge Folterinstrumente. Dann machen wir mal kurz erstmal jetzt auch unser Level-Up. Und sind Stufe 18. Bei eurer Lebensführung und Behandlung, die sich euer Körper gefallen lassen musste, gibt es Grenzen und vielleicht habt ihr sie erreicht. So fühlt ihr sich also an, wenn man altert. So, 3 Geschicklichkeit, 3 Charisma und ich würde sagen, machen wir ein bisschen was auf Stärke. Wir werfen jetzt mal kurz die normale Karte wieder an. Das ist noch eine Wache. Gruft von Erotin. Ja, wird gerade sowieso Abend, dann werfen wir mal einen Blick in die Gruft von Erotin. Können wir noch ein bisschen Action, vielleicht doch noch mal ein bisschen Action hier drin haben. Je nachdem. Ich höre was wie, ich höre sowas wie Skelette. Wo führt mich das hin? Ah, da bin ich hier oben. Alles klar. Aber wie diese kleinen Skelette. Cool. Wenn wir die alle mit einem Schlag killen können. Ah, Mist. Cool. Ah, Mist. Der Tier sieht mich genau dann, wie ich vor ihm stehe, ne? Haben wir nicht Action? Erodans Grabkammer? Okay. Hafenviertel. Okay, gibt es anscheinend mehrere Eingänge. Was bist du denn? Eine Schattengestalt. Metamanner. Noch ein kopfloser Zombie. Jetzt machen wir unseren Bogen erstmal aus. Also sieht aus wie so ein eitriger Zombie, der ist grünlich. Ah, oh, das sind jetzt so ein magieverseuchter Zombie wieder.
meiner Sicht ein Teleporter. Oh, ein Goldbahn. Nice. Teleportrune. Und da ist nicht noch eine Teleportrune da unten. Warte, ich bin mal hier so. Runter. Teleportrune Nummer 2. Wir müssen nämlich jetzt gute 20, 21 Teleportrunen haben. Da haben wir jetzt eine Teleportrune für eine Weile erstmal ausgesorgt. Warte mal. Nee, einen Weg gab's da gar nicht. Oder? Doch, klar, hier. Hier gab's noch einen Weg lang. Ah, Mist. Cool. Ah, wir haben mit Durchschnitt verschlossen. Menschenskinder, ey. Ich hasse das mit der Maus. Das ist so beschissen. Oh Gott, ey. Komm schon. Hey! Ich hasse es. Ich hasse es, mein Gott. Oh, nochmal. Meine Güte. Nee. Sorry, Leute, aber ich habe da gerade keine Geduld zu. Ich habe da gerade keine Geduld. Sorry für den Cheat-Hit, aber ich habe da gerade keine Geduld. Nee, Ring der Einbildung. Ja, Ring der Einbildung. Tut mir leid, Leute, jetzt für den Cheat, aber ich habe dafür gerade keine Geduld, ey. Nicht mehr gerade. Das mit dem Maus, ist das so fucking fummelig? Nee. 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 Da fühlen sich den guten alten Skelettschlüssel, den wir in Oblivion hatten. So, ging's aber noch hier. Hier war die Grabkammer. Ich glaube, mir ist gerade gar nicht hier, oder? Ich glaube, so kommen wir auch nur da hinten hin. Ja, genau, nur auf der anderen Seite. Ja, okay, gut, dann gehen wir mal in Erodans Grabkammer. Wo war die jetzt? Da. Wow, das sieht ja cool aus. Ich lass mal den Infusionszauber kurz mal aus. Bei Erodan war ja auch der Lichtgeborene war das ja eine. Und der wurde ja von Arantia Arantia getötet, wie wir wissen. Hat uns ja Merzul erzählt. Erfüllter Geist.
Grabinschrift hier. Hier ruht Gott Erodan, ja. Einst Herrscher über Nerim und Herr des Lichts. Nachdem er viele Jahre ein Gott war, wurde er am Ende von seinen vielversprechendsten Paladinen nahezu Erantial niedergestreckt. Erantial war einst die finstere Hand Erodans, welche ohne Rücksicht die Feinde der Götterreiches bekämpfte. Trotzdem glauben wir, dass sein Geist weiterlebt. Sein Geist beschützt uns weiter gegen die Verderbnis der Magie. Sein Licht ist das Licht der Menschlichkeit. Solange wir ihm treu halten, wird es für uns leuchten. Da ist sogar ein Banktresorschlüssel, ist hier sogar. Was haben wir hier? Erodans Schild. Gucken wir uns das Schild mal an. Wir haben ja einen Rüstungswert von 5, das hat auch 5. Ach, guck mal, lebensendige Festigung 20 Punkte hat das auch und sogar noch Zauberabsorption. Dann rüsten wir das Erodans Schild aus. Ist auch vielleicht die Rüstung. Und vor allem ist das ein, ja, eigentlich vom modernen Vulkanglas-Schild. Und es passt auch ein bisschen besser zu unserer Rüstung als dieses fette, riesengroße Berserker-Schild. Ja gut, jetzt haben wir auf jeden Fall ein neues Schild. So, durch welchen Eingang kamen wir hier? Ich glaube hier, ne? Ja, genau, von hier. Dann machen wir nochmal einen richtigen Save. Wie gesagt, nochmal sorry für den Cheat, aber ich hatte gerade keine Geduld mehr für das Marktplatz entdeckt. So, hier haben wir Erodin Kathedrale. So, ich glaube, wir warten doch mal kurz noch mal bis zum Tag, damit wir die weiteren Geschäfte beziehungsweise weiter gleich uns die Stadt anschauen können. Dann breche ich gleich mal kurz ab. So. Vize. Oh, dieses. Ja. Hohepriester. Wenn ihr Heilmittel und Kräuter sucht, seid ihr hier richtig. Du Bauchredner. Kein Problem. Du verkaufst auch Teleportruhen. Oh. Die Musik. So, jetzt gehen wir als allererstes mal kurz nochmal kurz in die Bank. Müsste auch jetzt wieder offen haben. Da ist der Typ. So, Bankier Rodriguez oder wie man es ausspricht. Guten Tag, willkommen in unserem Bankhaus. Möchtet ihr ein Konto bei uns eröffnen? Das ist kostenlos und ein Schließfach bekommt ihr gratis dazu. Ja, ich möchte ein Konto eröffnen. Sehr schön, das geht ganz schnell. Ihr bekommt ein Konto und ein Schließfach in unserem Haus. Euer Schließfach trägt die Nummer 2222. Yeah. Ihr könnt jederzeit Geld auf euer Konto einzahlen und es wieder abheben. Natürlich bekommt ihr Zinsen. Ich muss euch aber darauf hinweisen, dass der Zinssatz schwankt, je nachdem, wie sich unsere Wirtschaftslage gestaltet. Hm. Dafür sind eure Wertsachen hier so sicher wie nirgendwo sonst. Glaubt mir, hier hat sich noch kein Einbrecher reingetraut. Gut, damit sind die Formalitäten erledigt. Willkommen in der Bank von Erodin. Gut. So, ich möchte zu meinem Schließfach. Sehr wohl. Ich öffne euch die Tür. Geht einfach die Treppe hoch und dann geradeaus den Gang entlang bis zur letzten Kammer. Euer Schließfach befindet sich auf der linken Seite. Gut, das können wir auch durch. Banker leicht gemacht. Werter Kunde, so funktioniert die Bank von Erodin. Solltet ihr ein Konto in unserem Haus besitzen, besteht die Möglichkeit, Zinsen auf euer angelegtes Geld zu erhalten. Außerdem könnt ihr Beteiligung in euer Konto einlagern, was euch einen zusätzlichen Gewinn beschert. Man merke, nur was aufs Konto liegt, kann auch Gewinne abwerfen. Weiter Hinweis, die Ausschüttung von Zinsen und Gewinnen erfolgen alle 4 Tage.
Da könnte natürlich jetzt hier wieder auch über einbrechen. Das mache ich aber gerade momentan erstmal noch nicht. Wir haben auch ein paar andere Schlüssel bekommen. Mal sehen, ob wir noch was anderes hier rausnehmen können. Hier gerade nicht. Ist zu beschäftigt. Ah nein, nicht schon wieder. Quick Save. Wirklich, das Spiel wird sich wieder abspielen. Also müssen wir trotzdem hier auch, glaube ich, aufknacken, ne? Ja, so einen Schlüssel haben wir schon mal. Ha! Ja, doch. Schön dumm wäre ich, würde ich hier mein Hab und Gut lagern. Aber das Geld für eure Mühen, und da lasse ich mich nicht nehmen. Gezeichnet Gervasius. Ja. Der Gervasius hat uns ein bisschen reingelegt. So, das ist jetzt unser Schließfach. So, Tresor. So, da legen wir jetzt mal hier die Beteiligung am Badehaus rein. Das Schild werde ich verkaufen, denke ich mal. So. So, dann würde ich sagen. Schön, euch wiederzusehen. Zahlen wir mal ein bisschen Geld ein. Aber gerne. Wie viel Geld möchtet ihr einzahlen? Machen wir erstmal 100. So. Das erste. Da merkt sich das schon mal so ein bisschen. Gut. Haben wir es auch schon mal. So, in der Kapelle waren wir auch gerade drinne. Alle Stellen sind aber gerade hier noch etwas leer. Jetzt zu verkaufen. Ja, hier ist das Haus, was hier. Dieses Haus gehört euch nicht. Hier steht auf dem Schild, Interessenten melden sich bitte am Gericht bei Julius. Habe ich ja schon. Hier können wir hinter unser Haus kaufen. Unmöglich, der kann man nicht betreten. Und wir von Gervasius. So, und hier ist das Theater. Ich würde sagen, die Aufnahme geht ja jetzt sowieso schon lang genug. Ich habe diesmal länger gemacht heute. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich fast 4 Stunden habe ich diesmal aufgenommen. Also eine gute, lange, große Aufnahme habe ich jetzt gemacht. Aber ich würde sagen, als Abschluss, mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Das funktioniert dann nicht immer. Ich dachte, muss ich vielleicht eventuell das Spiel neu starten. Machen wir nochmal kurz einen richtigen Save. Gehen wir mal ins Theater. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das so, ob ich das ohne weiteres zeigen kann. Deswegen mache ich das jetzt am Ende der Aufnahme. Falls ich die Folge nämlich nicht zeigen kann oder falls ich Probleme bekomme, dann seht ihr die leider nicht. Aber ansonsten werde ich jetzt hier an der Stelle schon mal die Aufnahme beenden. Ne, Balder? Ups. Ja. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir werden uns in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall hier weiter in Erythin umschauen. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao.